Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider Legend. Und ich habe diesen Next-Gen-Grafikmodus ausgestellt und finde, das gefällt mir irgendwie doch besser. Weiß auch nicht. Was kann ich denn hiermit machen? Okay, ich kann die rumschieben. Weiß nicht, ob mir das was nützt. Komme ich damit an das Seil? Nö. Ach so, da vielleicht. Das sieht gut aus. Ach so, kann ich jetzt hier nicht Sachen kaputt schießen? Nee, schade. Gut, das nützt mir jetzt nicht so viel. Aber ich kann hier an das Seil. Von dem Seil. Keine Ahnung. Hier ran. Oder vorbei. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass das irgendwie ein bisschen Sinn macht. Ich spring nochmal an das Seil. Dann gucken wir nochmal. Mensch, Lara. An das Seil. So, dass ich so gegen die Säule springe. Okay, das bringt nichts. Außer wenig Lebenspunkte. Von hier komme ich auch nicht weiter. Komme ich denn hier irgendwie hoch? Ach so. Mann. Vielleicht so irgendwie. Mann, Lara. Sei doch mal jetzt nicht so. Das ist ja jetzt blöd. Also ich weiß, das kann man hin und her bewegen, aber was nützt mir das? Ich komme ja hier auch nicht hoch. Ach so. Kann ich hier vielleicht nicht hochziehen? Nee. Geht nicht. Ich muss schon dahin irgendwie. Verstehe das nicht. Vor allem bin ich mir auch nicht sicher, was das für einen Sinn mit dem Seil hier macht. Ja, das kann man drehen, das weiß ich. Das ist ziemlich cool. Ja, ja, ist cool, dass man es drehen kann, ne? Das ist zerbrechlich, ja. Das wissen wir alles. Aber von hier aus komme ich ja nicht wirklich weiter. Jetzt hänge ich hier. Das ist ja doof.
dem Seil? Ich muss halt darüber, dann kann ich darüber mich schwingen und dann da irgendwas machen. Und dann vielleicht mit dem Seil da drauf. Verstehe ich nicht. Ah. Okay. I, Licht. I. Oh ja, genau. Ganz genau, Lara. Oh, das Vibe, ey. Aber gut, das war doch schon mal was. Aber jetzt weiß ich noch gar nicht, wie ich dann weiterkomme. Mhm. Ich meine, wir kommen ja an den ran. Hallo? Ach so. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass... bin ich jetzt ein wenig verwirrt? Verstehe ich gerade nicht, wieso es funktioniert hat. Aber gut, was soll's. Dann hat das halt geklappt. Dann hätte ich da einfach nur dran schwingen müssen. Ach so, mit Schwung an das Ding. Okay. Komisch. Naja. So, wir drehen mal eine Runde durch. Genau so habe ich mir das gedacht. Hep. So, jetzt bin ich mir ein bisschen unschlüssig. Ich muss die Fallen aktivieren, um durchzukommen. Ach so. So kann man es natürlich aussehen. Mir gefällt es nicht. Hey, wer nicht spielt, kann nicht gewinnen. Ich habe jetzt überlegt, wo ich hingehen kann, ob erst hier oder dann das andere, aber das ist ja relativ vorgegeben. Fast schon linear, will ich mal behaupten. Da lang? Ein Tomb Raider Online-Spiel wäre doch witzig. Doch, es funktioniert nur nicht. Hä? Wo dann die ganze Welt nur mit Höhlen und mit hohen Gebäuden ist und alle Welt nur rumklettert. Das wäre doch witzig. So ganz viele Laras, die ganze Zeit nur rumklettern. Ja, da ist auch schon ein Boot. Und ich denke mal, da wissen wir, worauf das hinausführt. Ich meine, die bauen solche Riesenkonstruktionen hier und Räume und Schnickschnack. Da werden die doch sicher nicht einfach ein dummes Wasserrad bauen und gar kein Wasser haben. Wäre schon ein bisschen dumm, denke ich. Ich meine, vielleicht hatten sie auch Langeweile und haben sich gesagt, ach, ich baue mal ein Wasserrad. Habe ich Bock drauf. Ja. Nein! Nein! Ein Stück tiefer und ich hätte sich den Kopf gestoßen.
Gehen wir mit Springen schneller nach oben. Da haben wir nämlich das Wasser. Bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, was wir jetzt damit sagen wollten. Wo ich denn hin muss. Da drüben, da hoch, da drauf, da lang. Würde ich so sagen, oder? Ach so. Oh, das war knapp. Zum Glück gibt es hier keine fiesen Fische. Ah, hier komme ich nicht hoch, schade. Ist das schön? Ach so, das ist so ein Silberversteck. Ja, okay. Und jetzt? Sie können sich doch eigentlich auch hier unten durchzwängen, oder? Ach, hier. Nee, hab ich mich verguckt. Hier lang? Da will sie nicht mal hoch. Das verstehe ich jetzt nicht. Ach, mit ihm hier vielleicht. Den habe ich nicht gesehen. Den Boot. Na dann kommen wir hier auch hoch. So, hepp. Aus oder drücken Sie die Bewegungstasten unten und drücken Sie links, drücken Sie leer, um rückwärts von der Leiter zu springen. Ja. Nein, das war zu viel. Verdammt. Doch, er geht wieder hoch. Ich meine, eigentlich müsste ich jetzt, bräuchte ich nicht warten, bis er ganz oben ist. Aber ich kann ja hier auch nicht nach hinten gucken mal. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Scheiße. Ja, scheiße. Fast ein bisschen knapp. So. Ach, ich habe was gesehen. Und ich habe noch was gesehen. Ah. So, darüber müssen wir. Nein! Aber wir sind ja hier rausgekommen, das ist gar nicht so schlecht. Blöd ist nur, dass er das nicht gespeichert hat. Nee, was mache ich denn? Ach doch, hier. Ach so, ich muss hier lang, okay.
Ich meine, ich hätte ja auch Bock, so hier solche Sachen, Klettersachen zu machen, aber ich glaube nicht, dass ich das so gut hinbekommen würde. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also der kommt erstmal hier rauf. Ach so, muss ich vielleicht beide frei machen. Und dann kann ich das vielleicht rausziehen. Das kann das sein. Ich bin nicht sicher, ob das jetzt nicht zu spät war. Nee, müsste eigentlich noch gehen. Also wer sieht aus, ob sich das Rad jetzt dreht? Bestimmt. Also wer sich sowas ausgedacht hat. Und ich meine, wenn die Mechanismen und Türen immer benutzen wollen, die müssen ja alle unglaublich sportlich sein. Ging das hier nicht zurück, dachte ich. Scheiße, wie komme ich denn jetzt zurück? Von wo bin ich denn gekommen? Das war nicht ganz so tief. Ah, so. Och, das geht. Ja. Ich würde jetzt einfach mal hier so runterspringen. Ach so, und da hält es sich einfach fest. Geht auch. Schon viel besser. Manchmal machst du mir Angst. Dann mach doch die Augen zu. Aber da kann man sie ja gar nicht in Aktion sehen, wenn man die Augen zumacht. Scheiße. Ach so. Vergiss es, Lara. Wenn ich eine der Klingen auch nur berührt. Ich weiß. Das heißt, ich muss sie irgendwie anhalten. Ja. Ist auch gar nicht schwer, so ein Steinblock. Also scheinbar nicht, aber vielleicht haben die damit. Heute gar nicht mehr gebaut. Warum nur? Ich dachte mir, probier es mal aus, aber es geht tatsächlich. Ich glaube, sonst bin ich immer, habe ich versucht drüber zu springen. Ich weiß gar nicht so recht, ob man es auch hinkriegt. Mann, jetzt. Wer schiebt denn so bitte einen Steinblock? Die Dinger baue ich in mein Fitnessstudio an. Lisa, ich habe das Studio. Da hat er mich doch erwischt. Oh ja. Ah, Problemphysik? Ja, okay. Scheiße, ich habe keine. Ja, super. Jetzt hier gespeichert, ne? Ob das gut geht. Glaube ich auch rückwärts machen. Was ist? Hörst du etwas?
spüre etwas. Oh, Scheiße, nein. Das ist ein bisschen zu langsam. Tja, weil sich so ein Depp irgendwie scheiße hingestellt hat, würde ich sagen. Wo kommt die überhaupt her? Eigentlich ist ja keine freie Öffnung, wo die herkommen könnte. Was ist? Hörst du etwas? Ich spüre etwas. Oh Scheiße, nein! Boah, die ist aber auch schnell. Ich habe Ghana vermisst. Du bist mal wieder knapp dem Tod entkommen, was? Da bist du ja, Alistair. Hast du was über das Schwertfragment rausgefunden? Ja, nicht mal so wenig. Ich habe die Markierungen auf dem Artefakt extrapoliert, um das ganze Muster einigermaßen erkennen zu können. Und dann fand ich... Ups, wir haben ein Problem. Alistair? Sip? Seltsam. Ja. So, da ist es schon leicht dreckig geworden, aber hat trotzdem ihren Mund nicht bewegt. Komisch. Na gut, wie wir dann hier weiterspringen, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen.